Hallo und herzlich willkommen wieder bei Backpack Hero. Sorry, dass es so lange dauert für die zweite Folge vom ersten Run. Die Folge kam ziemlich gut bei euch an, habe ich gesehen. Deswegen habe ich auch Bock weiterzuspielen, weil das Spiel ist schon cool. Erklärung habe ich im ersten Part gemacht. Wir spielen jetzt halt direkt weiter. Wir machen mit Pochette weiter. Mit den Haustieren. Weil das Krasse war, man konnte ja in den Sack ein Haustier packen. Das Haustier hatte auch noch mal einen eigenen Sack. Also ein Sack in einen Sack kommt ein Sack. Also versteht ihr, was ich meine? So, wir haben jetzt hier unsere Ausrüstung. Wir haben jetzt die Plattenrüstung. Ich muss erstmal reinkommen. Linke Handschuh. Bronzene Brustplatte, ein Knüppel. Ein Kurzschwert mit Gift. Und dann haben wir noch mal zwei 25er Blocktränge. Die Dornrosen sind so Art wie ein Schild. Also die werden draufgerechnet. Das Haustier oben wird beschworen. Das Ding ist, wird auch das Tier beschworen. Ich glaube nicht, man muss das ja rausholen. So, wir spielen weiter. Ich habe jetzt nur ausprobiert, was das heißt. Das heißt, wenn ich jetzt den linken Gang nehme, bricht der auseinander und wir haben halt den rechten Gang nicht mehr. Hier gibt es etwas zu sammeln. Hier müssen wir kämpfen. Und hier gibt es... Ja, die Sache ist, was ist was? Ich würde sagen, wir gehen einfach den linken Gang und dann ist der rechte Gang kaputt. Dann machen wir das so. Cool. Jetzt kann ich doch auch den Cherry rausholen. Am besten gehe ich vor, weil ich habe jetzt 16 Rüstung plus 2 Rüstung, also die Stacheln. 2 Schaden, also heißt es 4 Schaden kriegen die. Langsam verringert den Block um 1 beim Blockieren. Der wird mir Gold stehlen. Das heißt, den müssen wir zuerst ballern. Obwohl der und der wichtig ist. Um das jetzt auszuhalten. Also ich habe ja Cherry rausgelassen. Das heißt, ich habe jetzt keine Punkte mehr. Um anzugreifen. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wenn er jetzt Gold klaut, ne, kann ich in der nächsten Runde hoffentlich mein Gold wiederholen. Wie ging das denn nochmal? Kratzen. Organisieren. Ach so, ich kann die Tiere nicht mehr angreifen lassen. Oder? Ach doch, ich musste die doch draufziehen, oder? Ich will... Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen... Bin gerade ein bisschen raus aus dem Spiel. Okay, der will als nächstes abhauen. Das kann man nicht zulassen. Achso, wenn ich den anklicke... Achso. Wir müssen den wegknüppeln, das heißt, wir brauchen 19 Schaden. 19... Komm, wir machen das hier. Der muss jetzt weg. Wir haben unser Gold wieder. Das ist wichtig. Als nächstes machen die eh nichts. Die haben dann eh Rüstung und greifen nicht an. Das heißt, wir können... Hey, warte mal. Ich konnte ja immer auswählen und dann angreifen. Ich hab's vergessen. Zug beenden. Cherry konnte doch angreifen. Ach so, ich muss ihn anklicken wahrscheinlich, ne? Genau, ich klicke den an und dann kann er Sachen machen. Ach, er gibt mir Energie. Verbündet auf deiner Seite erhalten 1 Energie. Ach so, okay, also ist der Zugsend für Energie gut. Und jetzt kann man den auswählen. Und der kriegt auch noch ein bisschen Gift. Achso, geht nicht. Achso. Die Haustiere nehmen immer Energie von mir und benutzen auch ihre eigene. Okay. Das war gut. So, wir können jetzt... den weghauen. Die Tiere können auch noch angreifen. Ja.
Ey, das ist cool. Also jetzt bin ich, habe ich's wieder. Jetzt habe ich's wieder. Nimm auch auf. Okay, ja. Nicht, dass ich nicht aufnehme. Zug beenden. Der geht jetzt eh kaputt. Und jetzt können wir neue Items holen. So, wir haben Schlüssel ist immer gut. Ich weiß noch nicht, ob wir genug Schaden haben. Einmal werden verwendet. Wenn wir schwören, fügt 3 Block hinzu. Ach, da steht ja Leckerei. Super Leckerei. Das heißt, ich könnte den Stein ja auch ihm geben. Und dann habe ich den los. Aber hier passt ja nichts mehr hin. Ach komm, wir nehmen einen Schlüssel mit. Ein Schlüssel ist immer gut für später. Kann man immer gebrauchen. 2 Items kann ich noch mitnehmen. Kann ich nicht. Deswegen fertig. Ist halt immer so eine Sache. Entweder nimmst du das mit oder nimmst du es nicht mit. Und weil wir jetzt den rechten Weg nicht gehen konnten, können wir jetzt einfach den linken Weg gehen. Also wegen der Kamera seht ihr das, glaube ich, nicht so gut. Ja, wie machen wir das denn? Wir gehen jetzt erstmal hin und haben hier 5 Gold gefunden. Das ist gut, warte. So sieht die Karte aus. Also man sieht eigentlich nicht so viel. Wir gehen jetzt hier hin. Willst du sehen, was ich heute habe? Ja, zeig mal. Oh. Fügt allen Gegnern 4 Gift hinzu. Rares für Bares. Fisch-Konsum-Item, selten. Fügt dir 6 Regeneration hinzu. Das hört sich gut an. Ja, mein Lauch. Das ist auch nicht gut. Schlüssel. Gewöhnlich. Wir haben hier ein... Achso, guck mal, hier kann man Sachen verkaufen. Die haben ja einen bestimmten Wert. Können wir auch die Haustiere verkaufen? Ne, die kann man nicht verkaufen. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich wollte nur mal wissen, ob es geht. So. Ne, wir brauchen nichts. Ich glaube, wir können jetzt nicht nochmal zu ihm hin, oder? Das ist halt Kacke hier. Ein unbekanntes Ereignis. Ich hätte eine Vision, dass ich dich treffen würde. Okay, das bringt mir nichts, weil ich habe keinen Mana, mit dem ich hier hantieren kann. Achso. Machen wir mal. Das ist das Problem. Wir können jetzt eher zum Schmied gehen und unsere Sachen aufwerten. Fügt der Nahkampfwaffe 1 Wut hinzu. Anregern zu einem Ring. Warte mal. Also wir haben hier keine Ringe, oder? Anscheinend. Beutel öffnen. Doch, er hat einen Ring. Beutel schließen. Beutel öffnen. Ja, der hat kein... Nix. Ja gut, dann machen wir... Fügt der Nahkampfwaffe... Achso, wir haben keine Nahkampfwaffe, oder? Doch. Doch haben wir. 30. 2 Block zur Rüstung. Ist Block oder... ein Wut. Komm, wir machen... auf die Waffe, oder? Komm, wir machen da drauf Wut. Jetzt müssen wir kurz gucken, was Wut macht. Fügt dir 1 Wut hinzu. Aber was ist Wut? Also was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Wir müssen leider die Sachen hier... Guck mir das vielleicht noch an. Da gibt es ja noch was Cooles, was wir mitnehmen können. Oha, ein cooles Hemd. Nee, bringt nichts. 1 Energie hinzu. Fügt Max... Okay. Max HP. Boah, sind alles so geile Items. Bloß wir können die nicht mitnehmen. Wir können aber... Wenn ich das rausnehme... Also es zeigt auch nicht an, wer was es ist. Irgendwie ist das verbuggt oder so. Kann ich denn auch hier... Nee. Er kann nur Leckereien enthalten. Ja gut, dann mache ich das so. Beutel schließen. Lassen wir jetzt das da, dieses Ding. Nee, ich glaube, dann lassen wir.
Egal, dann gehen wir direkt in die nächste Etage. Dann gehen wir mal zur nächsten Etage. Die Krypta, Finale. Ich weiß nicht, was nach dem Finale immer passiert. Gegner hier, Ultra-Ritter. Ich frage es. Ich bin noch ein bisschen krank und ein bisschen verschnupft, deswegen kann es sein, dass ich mich öfter räusper und so, aber Ultra-Ritter, machen wir mal. Ist jetzt der Five Nights at Freddy's hier, der. Dickes Fell, Schaden durch Brüche wird um 50% reduziert. Mit 5. Alles klar, wir könnten unser Tier rausholen. Bringt. Kostet aber 2. Achso, hier steht ja direkt immer, was es kostet. Benutze Items so oft wie möglich. Beutel öffnen. Warte, Beutel öffnen. Beutel schließen. Er wird uns jetzt gleich richtig eine reinschallern mit 20 Schaden. Das heißt, wir nehmen jetzt vorsorglich den Trank. Ich glaube, das geht nur eine Runde. Wetten den Zug. So, jetzt können wir 2 Energie. Ah, ich weiß jetzt nicht. Er greift an. Ja komm, wir holen den Cherry raus. Setzen ihn nach hinten. Benutze Items so oft wie möglich. So. Langsam verringern den Block um 1 beim Blockieren. Aber warum? Achso, weil die Rüstung uns langsam gibt. Zug beenden. Er hat Gift. Okay, 15 greift er an. Wir können getrost. Warte. Ach, er gibt immer den vorderen. Okay. Dann machen wir jetzt Gift. Lassen ihn nochmal angreifen. Und jetzt müsst ihr in der nächsten Runde down gehen. Ich weiß schon, was passiert. Jetzt passiert mir Folgendes. Jetzt sind die ganzen in 3 Teile gegangen. So, macht nichts. Blockt. Und er macht Wut allen Gegnern und Eile. Problem ist, wir können ihn nicht angreifen. Wir können bloß die beiden angreifen. Das heißt, wir greifen den hier an, weil der als nächstes hier Gift bekommt. Achso, er gibt nur Stacheln. Alles klar. Dann will ich den Schmetterling lieber hier hin machen. Den haben wir raus. Jetzt können wir auch den hier angreifen. Leider kann ich nichts mehr machen. Das heißt, wir warten einfach ab. Er ist vergiftet. Wir können. Der greift jetzt den an. Ich greife jetzt so an und so an. Und dann haben wir auch gewonnen. Neues Level. Geil. Wir bräuchten noch so einen Stein oder so. Wir können 3 Inventarplätze holen. Dann holen wir die. Jetzt kriegen wir noch Items. Relikt. Behalte in der nächsten Runde die Hälfte deines Blocks. Wenn sie ihren Zug mit 0 Block beenden, fügt 1 Energie hinzu. Ne, das ist scheiße. Kann in jedem Kampf einmal benutzt werden. Fügt allen Gegnern Schlaf hinzu. Oh! Also, ich sag mal, das ist nicht gut, weil wir haben keine Blöcke. Das ist auch nicht gut. Können wir das hier mitnehmen? Und dann fertig. Also wir können auch jetzt hier den hinzumachen.
Achso, das Haustier oben wird beschworen. Ja gut. Dann bringt das nicht so viel. Dann können wir doch hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Und die Bombe hier hin machen. Also das Umsortieren muss ich öfters mal machen. Wir speichern. So, cool. Wir können uns jetzt einmal heilen. Eine Kiste voller Wertsachen. Ja, das mit Wertsachen finde ich nicht so toll. Heile alle Haustiere. Heile 25. Ja komm, wir heilen uns einmal voll. Halte 5 mehr maximale HP. Ach so, wir haben nicht so viel. Können wir nochmal hierher kommen, vielleicht? Wir können jetzt ein paar Sachen hier mitnehmen. Wes fällt überhalb plus einen Block. Belebt Haustiere, nee, brauchen wir nicht. Kann jeden Kampfzug einmal Rüstung. Okay, nee. Nehmen wir noch einen Schlüssel vielleicht mit. Fügt allen Gegnern 4 Schaden zu. Und zwar braucht das 3 Reihen. Die Musik ist auch irgendwie voll cool. Also ist voll beruhigend und chillig. Lass mal den Schlüssel da. Gewöhnlich. Also wir haben schon einen Schlüssel. Das heißt, wir brauchen ein paar mehr Waffen. Aber das kostet nur 0 und es bringt uns was. Muss einen besiegten Haus... Warte mal, kann ich dem Haustier was geben? Ach, warte. Beutel schließen. Was ich hier doof finde, dass man das nicht richtig sieht. Ein Beutel müsste eine andere Farbe haben als unser Sack. Gut, dann gehen wir zurück. Heilen wir uns einfach mal, oder? Bei 5 mehr maximaler HP wäre geil, haben wir aber leider nicht. Wir kommen halt nie wieder hierher. Sind voll geheilt. Jetzt haben wir 2 Wege. Höhle oder verzauberter Sumpf. Ich weiß, dass der verzauberte Sumpf richtig krass ist. Tiefe Höhle. Deswegen gehen wir zum verzauberten Sumpf, oder? Machen wir einfach mal. Einfach mal was Neues ausprobieren. Teil 1 von 3. Oh, guck mal hier. Hier gibt es etwas zu sammeln. Molch, prahlerische Zauberwäldler. Weiße Kröte und Molch. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Hören sich leichter an. Oh, hier haben wir neue Gegner. Das ist jetzt scheiße, weil das ein Healer ist. Also den kann ich direkt angreifen, der macht aber Schaden. Der hat aber 41 Dingens. Boah, ist das ätzend. Also heißt das, wir müssen uns erstmal... Okay, wir halten den Schaden aus. Das heißt, wir können uns auf den konzentrieren. Wir machen erstmal Schaden an ihm. Schade, hält das nicht durch. Heilt er sich auch. Heilt alle Gegner 20. Das heißt, den Healer müssen wir erstmal rausnehmen. Ja, guck, das ist das nämlich. Weil, wenn ich den Schaden mache, heilt es sich immer wieder hoch. Und das ist Bullshit. Deswegen muss ich den irgendwie rausnehmen. So. Als nächstes kriegt er 3 Stacheln. Und 8 Block. Das ist nicht gut. Relikt. Stoppuhr. Die hat... Okay, die hat 3 Dinger. Also wird nächstes Mal 9 haben. Dann holen wir uns den Cherry raus. Packen einen Cherry hier hin. Und greifen den nochmal an. Achso, er hat Schaden gekriegt. Scheiße, habe ich nicht gesehen. 15 von 8 hätte ich nicht machen dürfen. Ich glaube, das ist ein Dings von... Okay, jetzt ist er eingeschlafen. Das ist gut. Dann... ballern wir in eine rein. Stimmt, der Cherry muss in die Mitte. Alter, ich bin so doof. Ich sehe ja, dass der Stacheln hat. Aber ich greife weiter an und vielleicht stirbt er jetzt.
Das ist scheiße. Wenn ich mit einer Waffe angreife, krieg ich dann Schaden? Nee, ich krieg nur aufs Schild Schaden. Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen, sag ich dir. Wir brauchen irgendwas zum Heilen. Konsum-Item, Waffe. Ersetzt durch neue Mottenbombe. Halt 8 AP, wird zerstört. Mit einem Gegner 14 Schaden. Ach du Scheiße. Stopp, wir können uns vielleicht retten immer. Aber irgendwie fühle ich das Item nicht. Also, die Machete, die nimmt schon sehr viel Platz weg, würde ich sagen. Die, klar macht die 4 Schaden. Aber ich finde, das hier ist besser. Der hält 4 plus Schaden in diesem Kampf. Dann ist doch besser, wenn wir das mitnehmen und den Heal mitnehmen. Machete da lassen. Auch wenn wir jetzt weniger Schaden haben, aber hier, der hat ja auch Schaden. Er kann ja ein paar Mal angreifen. Und das hier. Angrenzte Waffen an 1 Schaden schwebt. Wir könnten noch ein Item nehmen. Wir könnten einmal. Wir könnten die ganze Rüstung nach unten schieben und dann das nach oben. Aber das passt nicht, weil der Cherry da ist. Aber das ist echt cool. Ja, aber ein Schaden mehr, naja, ist jetzt nicht so viel. Eine Vision der Gefahr. Egal, komm. Wir gehen jetzt zu denen hin. Cherry schiebt mal hin. Hier den Hinder. So, kann ich jetzt ihn heilen? Ich heile mich nur selber, aber wie heile ich jetzt meinen Cherry? Den haben wir weg, das ist gut. So, jetzt kann der Cherry in Ruhe angreifen. So, geht nicht mehr. Zug beenden. Klar habe ich jetzt die ganzen Items rausgeballert, aber ich habe gesehen, wir kriegen ein neues Haustier. Der Kampf war ja easy. Ganz cool eigentlich. Fügt dir Eile hinzu. Das heißt, könnte ich eigentlich ihm hinzufügen. Ach, warte mal. Gibt's nicht noch ein Item für ihn? Beutel schließen. Was ist das denn hier? Warum? Manchmal wird das gar nicht angezeigt, was es ist. Auf jeden Fall ein Projektil. Was ist das? Fügt dir ein Gift hinzu. Ach so, nee, das ist nicht gut. Da kriege ich ja immer Gift. Einen Schlüssel kann ich mitnehmen. Leckerei. Achso. Beutel schließen. Also das verstehe ich noch nicht so ganz. Als 2 Schaden. Komm, wir packen die da rein. Und der Rest ist eigentlich egal. So, wir gehen jetzt zur Vision. Das ist unser nächster Gegner. Ein Zauberer. Ein Froschzauberer. Je nachdem, was er kann. Ach so. 5 Zügen ist das weg. Dann speichern wir kurz. Ich würde gerne jetzt hier hingehen. Weg versperrt. Was hat er Cooles im Angebot? Ein Stachelschild. Schadenhöhe deines aktuellen Blocks. Oh. Deines aktuellen Blocks. Fügt 8 Block hinzu. Angrenzende Waffen erhalten 1 Schaden. Ah, okay, verstehe. Also heißt es, ich müsste das so machen, damit ich mehr Schaden an den Waffen habe. Das habe ich jetzt vergessen. Nee, das geht nicht. Zweimal benutzen wird mit diesen Typen für einen Fluch bei einer
Native Verwendung. Erlöst dich vom Fluch. Fügt 12 Block hinzu. Oh, das Schild ist schon. Hier zum Beispiel wieder. Fügt maximal 5 HP hinzu. Das ist schon cool, aber wir haben halt keinen Platz mehr jetzt, ne? Ah, das ist immer ekelig, ne? Hier, diese. Halt 20 muss weniger als 50% gesunden haben. Vielleicht ist das ja besser als der Ring. Vielleicht sind die Rosen auch irgendwie scheiße, weil zwei Stacheln. Naja, ist jetzt nicht so viel. Irgendwann müssen wir uns sowieso trennen von den Sachen. Dann kämpfen wir jetzt hier erstmal. So, dann haben wir jetzt solche komischen Molche da. Das macht eh nur 2 Schaden. Was sagt 7 Schaden? Oh, 7. Was sagt 10 Schaden? Alles klar. Zug beenden. Ist gerade sehr spannend, weil jetzt kriegen die Stacheln das die nächste Runde. Er hat es doch nur 1 Schaden gemacht. Er hat jetzt 3 Block. Ich will mein Haustier heilen. Also, ich verstehe noch nicht, wie ich es heilen kann. Krieg mal 16 Dings dazu. Nein, er hat ja 2 Stacheln. Nein, ich greife nicht mehr an. Ich muss da mehr drauf achten. Das ist so klein, das sieht man fast gar nicht, sag ich jetzt mal. Also für mich ist es egal eigentlich. Aber ich darf nicht mit ihm angreifen. Sonst töte ich mein Tier. So, wir haben das zwar gewonnen, aber es ist halt trotzdem shit gewesen für uns. Nee, warte mal, leitfähig. Fügt einen Block hinzu. Sag mal, nutzt Ausweichen hinzu. Fügt einen Gegner 14 Schaden zu. Und weißt du was, die Dinger sind irgendwie scheiße. Also das bringt nichts, die Messer, die sind scheiße. 9 Schaden, hier haben wir noch so ein Messer. 10 Schaden. 11 Schaden. Okay, das ist das gleiche Ding. Fügt dir einen Ausweichen hinzu. Fügt dir einen Eile hinzu, spielen. Ich weiß nicht, ob Ausweichen gut ist. Egal, wir lassen die Items hier, die sind kacke. Die will ich nicht. Hier gibt es was zum Sammeln, wir gehen mal hin. 5 XP, gut. Hier verkaufen Händler Sachen. Eine Kiste voller Sachen. Hier gibt es auch keine Kämpfe mehr, oder? Also man wird hier einfach so gesehen. So, das sind Sachen, die kann man eh nicht kaufen. Also könnten vielleicht Sachen verkaufen. Es hat einen Wert von 17. Die Bombe. Aber wir kommen, warte mal. 16, 19, 22. Nee, okay, wir kommen nicht dahin, wo ich hin will. Ich guck mal, ein neues Haustier. 3 zur Auswahl. Creepy. 1 Energie pro Zug. Fügt der Ausweichen hinzu. Noch etwas Gruseliges unter seinem Hut. Beutel öffnen. Ach, hier kann man gucken, was er für einen Beutel hat. Ah, riecht cool. Das sieht man wenigstens einen großen Beutel. Fügt 7 Block hinzu. Halt 7 HP. Ja, wen? Mich oder sich selber? Achso, der hat nur 7 HP. Das ist ja doof, wenn er mich. Ach nee. Nur so 9 Schaden. Rotzug. Adoptivschwestern. Die benutzt eine alte Muschel. Ja, komm, wir nehmen den hier mit. Der Baby ist gut.
Ja, irgendwie ist... Warte mal. Sein Beutel ist irgendwie so komisch, weißt du? Hä, was habe ich denn gemacht? Warum haben die sich gedreht? Ich weiß es nicht. Wir können jetzt hier nochmal gucken. Achso, hier ist ein Schmied. Wir können zum Schmied nochmal gehen. Wir können hier gar nichts machen. Das ist scheiße. Oh Mann, das... Warte mal, wir können doch was verkaufen. Einen Ring. Haben wir einen Ring? Ja, wir haben einen Ring. Das heißt, wir bräuchten 4 Gold. 4 Gold bräuchten wir. Wir können auch mal hier hingehen. Gesperrt. Ach so, dafür ist der Schlüssel. Und jetzt haben wir den aufgesperrt. Cool. Wir haben... Ich finde das immer doof, dass man es nicht sieht. Okay, ne? 2 Block, 1 Schaden. Das haben wir schon. Was ist das denn? Fügt dem Gegner 2 Brand hinzu. Wenn gekratzt. Wenn beschworen, fügt 5 Block zu Pochette hinzu. Achso, ist für Haustier. Ja, nehmen wir. Oder? Würde ich sagen. Beutel schließen. Irgendwie ist der... Hallo. Achso. Ich muss es erst ins Inventar nehmen, dann kann ich es in den Beutel stecken. Oder wie? Mit einem ist schwer. Hält einen Block. Jeder Zug fügt neun Block an. Jedes fällt links. Das heißt, ich müsste den Ring hier hin machen. Achso. Oha. Wenn ich das hier hinpack. In dieser Spalte. Spalte ist doch das. Und Reihe ist das, oder? Wie viel Block werden wir dazu kriegen? 5. Aber das ist schon schmackhaft hier, würde ich sagen, ne? Wenn ich das hier mache. Also Spalte heißt oben und unten. Also heißt es, ich müsste irgendwie mich neu organisieren. Was nehmen wir noch mit? Ne, das ist alles scheiße. Wir gehen... Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier zum Händler und verkaufen etwas. Und zwar die Bombe, oder? Aber die Bombe können uns da retten. Hier, komm, wir verkaufen die Stacheln. Die sind eh überfällig. Dann haben wir 22 mehr Platz. Dann gehen wir ein unbekanntes Ereignis. Pfeil erobern, Geduld. Gib eine Waffe, bekomme eine Bogenschießausrüstung. Ach nee, komm. Bogenschießausrüstung brauche ich nicht. So, wir haben jetzt 22. Wir könnten jetzt dem Ring eine Regeneration hinzufügen. Dann regenerieren wir immer Leben. Das ist cool. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt sortieren wir unser Inventar. Wir ballern alles raus, was wir rausballern. Und organisieren uns neu. Also wie es jetzt ist, kann man es nicht lassen, leider. So. Können das hier machen. Und wenn ich das so mache. Dann, okay, dann kriegen die beide den Schaden. Den Regenerationsring packe ich hier rein. Ursacht 9 Schaden. Ach, guck mal, der fügt mir direkt schon 5 Block hinzu. Fügt 10 Block hinzu. Können wir hier hinpacken. Angrenzende Waffen. Erhalten 2 Block. Für jedes Feld erhältst, rechts erhältst du
7 Block. Okay, das. Wir müssen nochmal neu anfangen. Gefällt mir nicht. Wir müssen den hier hinpacken, den Handschuh. Dann kriegen wir mehr Block. Achso. 1, 2,5. Steht auch da. 2,5. 5 linker Handschuh. Wir müssen es jetzt so bauen, dass wir davon profitieren. Von dem Ding. Das heißt, wir müssen die Waffe irgendwie mit dem Ding hier kombinieren. Das wird schwierig, sag ich dir. Spalt das ja nur nach oben, ne? Warte, ich könnte das jetzt, nee, so machen. Doch, das geht dann. Und dann kann ich so machen, dann kriegen die auch ihren Schaden. Das ist gut. Dann packe ich das hier hin. Den Ring, den brauchen wir auf jeden Fall. Die Bombe packen wir hier hin. Haustür wird oben beschworen. Den können wir ein bisschen weiter runter machen. Das passt schon. So, dann packen wir das dahin. Wir können... drumherum erhalten 2 Stacheln. Das heißt, wir können den Stinker oder den Baby rausholen. Baby hat nur noch 9. Wir holen den raus. Den und den. Dann haben wir noch 2 Fälle über. Das ist perfekt. Wir speichern. So, wir machen jetzt noch die Ebene. Eine Schmiede. Wir haben das gemacht. Oh, neues Level. Habe ich nicht gesehen. Wir können 3 Inventarplätze holen. Wir können uns das holen. Dann würde ich mir gerne noch die 2 holen. Fertig. Cool. Dann packen wir den dahin. Wir können vielleicht doch noch was kaufen oder so. Ah ne, können wir nicht. Ein unbekanntes Ereignis. Wir können auch nichts schmieden. Gehen wir zur verzauberten Sumpf. Nächste Etage. Teil 2 von Teil 3. Da erwartet mich sehr viel Arbeit, weil ich sehr viel schneiden muss. So. Wir können... Was ist das denn? Gegner hier, der Rattenkönig. Hier wieder ein neues Haustier. Am Ende haben wir richtig viele Haustiere. So, der kriegt als nächstes 2 Stacheln. Das heißt, den müssen wir zuerst down machen. Fügt allen Gegnern 14 Schaden hinzu. Den machen wir den sauren Trank. Das bringt nichts. So, die haben schon mal alle ein bisschen Schaden gekriegt. Achso, die 2 sind eh fast tot. Was ist das denn? Als nächstes greifen wir den hier an. Weil der stirbt eh nächste Runde. Und die 2 sind eh nicht so stark. Cherry kostet 2. Er kostet 1. Wir holen uns den jetzt raus. 5 Block Super Chat hinzu. Ne, warte, dann können wir doch den da hinten hinpacken. Und hauen den jetzt mit dem Ding einen auf den Sack. So, der kann ja auch nochmal 9 Schaden. Ah, scheiße, der hat ja ein Ding. Nee, wir können nicht weitermachen. Ich habe wieder Scheiße gebaut. Irgendwie muss es doch möglich sein, seine Haustiere zu regenerieren. Oder sind die so gesehen, bis sie tot sind und dann war's das. Glaube ich. Die können wir auch nicht angreifen, weil wir sonst auf Schnauze kriegen. Und Cherry können wir auch nicht rufen. Warte mal. Beutel öffnen. Beutel schließen. Wir können das Haustier zurückrufen. Fügt Block für Pochette hinzu. Aber glaube ich nur, wenn er draußen ist, ne? Ah, wir regenerieren ja. Stimmt. Dann greifen wir jetzt an und machen die fertig. Oh, was ist das?
Leckerei fürs Haustier. Dies nicht in der obersten Reihe ist. Dieses Item ist deaktiviert. Fügt 3 Blöcke hinzu. Hä? Ach, für jedes Feld überhalb. Den muss ich auch nicht auslösen, oder wie? Warte mal, das ist doch so ein Item, was sich dreht, oder? Kann es sein? Nee, das ist Kacke. Oh, das nehmen wir mit, dann heilen wir uns. Wenn es nicht mehr verwendet werden kann, Firma benutzen. Warte mal, wir können noch Beutel öffnen. Scheiße, wir kriegen das nicht rein in seinen Beutel. In seinen Beutel. Gut, wir haben hier so eine riesen Karotte. Itemkarte ansehen. Hier das. Erhält 2 Block. Was macht das? 4 Gift. Was war das hier? Beim Töten, wenn Gegner nicht beschwört wird, beschwört wurde, 1 Gold. Warte mal, der gibt uns immer 1 Gold. Jerry hat einfach keinen Beutel. Das ist halt das Problem. Das können wir auch noch mitnehmen. Und zerstören den Rest. Gut, hier eine Kiste voller Wertsachen. Und hier gibt es etwas zum Sammeln. Ach, wir können ja nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. 5 Gold, cool. Dann können wir jetzt zum Händler gehen. Was hast du denn heute? Ach du Scheiße, warum hat er so viele Schilder? Fügt 10 Block hinzu. Halt, ach. Ja komm, das nehmen wir auch mit. Fügt dir 1 Wut hinzu. Achso, das haben wir jetzt gekauft. Ah ja, komm. Bin gerade nicht so... Oh, der ist erwacht. Das heißt, glaube ich, er verfolgt uns. Das heißt, wir müssen kurz speichern. Und jetzt angreifen. Was ist das denn? Wird dich verfluchen. Wir müssen den Typ auf jeden Fall zuerst tot kriegen. Den Rattenkönig. Den machen wir hinter. Oh, verfluchen ist nicht so geil. Statuseffekte bei allen Gegnern. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt auslöse, hat er dann den Fluch weg? Oder wie ist das? Boah, ist das scheppig hier. Wir müssen dann auch beschwören. Kostet aber 1 Energie, dann haben wir weniger Schaden. Der macht 9 Schaden. Macht aber 2 Brand hinzu. Komm, den holen wir uns. Packen wir den hinter. Dann greifen wir auf jeden Fall mit dem Elferschaden-Ding an. Einmal mit ihm und einmal mit ihm. Und wenn ich jetzt das mache. Ach so, warte. Ja, okay, Statuseffekt. Das heißt, Wut und sowas wird entfernt, glaube ich, ne? Er hat uns jetzt verflucht. Am Ende des Kampfes erteilt er alle Gegner. Das müssen wir verhindern. So, er hat jetzt viel Block, das heißt, wir können uns um den Rattenkönig erstmal kümmern, weil er am meisten Schaden macht. Das wird... What? Wenn wir den angreifen, spawnt ja noch einen. Okay, das ist nicht so geil. 12, ja, 12... 15, 16, 17, 18, 19. Okay, wir halten das aus. Das war knapp.
Boah, der Kampf ist richtig schwer. Ich glaube, wir verkacken jetzt gerade gleich richtig. Wir müssen den rausnehmen, weil der am meisten Schaden böllert. Wir brauchen aber auch langsam mal... Oh, wir haben nicht so viel Rüstung, ne? Einmal benutzen. Ach so. Aber das entfernt nur die Status-Effekte vom Gegner. Warum soll ich das auswählen? Kann ich eigentlich verkaufen? Ich weiß gar nicht, warum ich das mitgenommen habe, den Käse. Als nächstes wird der angreifen, hat aber 29 Schild und er böllert. Jetzt wird es Zeit. 22. Wir kriegen 25 auf die Schnauze. Jetzt kriegen wir 200 nicht auf die Schnauze. Das heißt, wir haben ein Ding zu wenig. Boah, ist das schon ein bisschen... Naja, einmal so. Wir kriegen 92 auf die Schnauze. Wir werden vielleicht erstmal den angreifen müssen. Wir kommen aber durch die Rüstung nicht durch. Einen Schaden kann man ruhig kassieren. Dann holen wir jetzt endlich mal hier ihn raus. Er gibt nämlich Stacheln dazu. Allen. Und zwar reicht es ja nur, wenn Pochette die Stacheln kriegt. Wir können nur das machen. So. Und beenden wir den Zug. Es geht weiter. Das Spiel ist ein bisschen langsam, gebe ich ehrlich zu. Kann man auch schneller machen, aber kratzen. Okay, kratzen kann ich auch machen, aber ist halt einfach kacke. Boah, der hat jetzt richtig fette Rüstung. Wie... Ah, warte, wir können den Gegner einschläfern. Und dann Zug beenden. Jetzt frage ich mich, wie lange schlafen die? Also nur eine Runde schlafen die. Wir können den weghauen. Er macht 6 Schaden. Machen wir so. Jetzt kommt der Rattenkönig dran. Ich weiß jetzt nicht, warum der Rattenkönig grad so scheiße ist hier. Okay, der Rattenkönig muss man dreimal besiegen. Anscheinend. Als nächstes kriegt er 14 Block. Oh Mann, wir müssen erstmal den ganzen Block wegmachen. Dann machen wir das. Doch, die Haustiere sind ganz cool eigentlich. Oh. Select a curse. Achso, wir müssen jetzt unseren Fluch wählen. Alle verbündeten Mana-Steine werden für eine Runde deaktiviert. Wow, also das Item ist schon sick und das auch. Eigentlich können wir den Blutstab nehmen, weil alles andere passt nicht. Gewonnen. Du wurdest verflucht. Oh, das ist was Neues. Einige Gegner schaffen Flüche. Du musst dafür einen Platz in deinem Rucksack finden. Wir können über Items belegt, also gelegt, und später neu angeordnet werden, aber du kannst sie nicht einfach wegwerfen. Im Kampf kannst du den Fluch verwenden, um ihn zu entfernen. Du kannst Flüche überspringen, wenn du Schaden erleidest, aber je mehr du überspringst, desto gefährlicher werden sie. Also wird jedes Item gefährlicher. Also muss ich den jetzt mitnehmen? Das Ding ist, ich kann ihn gar nicht benutzen, weil ich gar keinen Mana-Stein habe. Das ist natürlich sehr schlau gewesen jetzt von mir. Dann nehmen wir das hier mit. 8 Eilen zu.
Die anderen Diagonale sind ein Block, fünf Block. Was ist das? Ist jetzt scheiße gelaufen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, was das verfluchte Item macht. Achso, nur die Mana-Steine werden deaktiviert. Ich habe aber keinen, also ist das egal. Jetzt haben wir ein Item voll von dem Ding. Finde ich scheiße, ne? Naja, was soll ich machen? Wir könnten ja hier nochmal kämpfen gegen die. Was ist das denn? Einem Standard werden für zwei Kämpfe dahinter verankert. Was das heißt, weiß ich nicht. Erzeugt Rauchwolken in diesen in Feldern in dieser Reihe. Check ich nicht. Ein Honigdachs. Ach, da steht 2 und 10. Okay, den muss ich auf jeden Fall weghauen. Also, fangen wir mit dem hier an. Den hauen wir jetzt erstmal weg. So, den Dachs haben wir. So, was macht er hier vorne eigentlich? Den machen wir nach hinten. Dann Zug beenden. Überspringe einen einem neuen Schaden. Was ist das denn schon wieder? Ja, komm, mach mal dahin. Dass du zufrieden bist, mein Freund. Dann packen wir. Wir müssen den vernichten. Also, der ist gefährlich. Oder wir nehmen die Stoppuhr. Boah, ist das ekelig, ne? Den haben wir weggemacht. Das ist gut. Dafür haben wir aber das Item verloren. Ich glaube, wir werden sehr bald Stinky verlieren. Das Stinker, meine ich. Weil er einfach nicht gut ist, ne? Was ist das denn? Also manchmal wird das nicht angezeigt. Oha! Selten! Wir haben eine neue Waffe, Leute! Die ist aber 3 hoch, ne? Wir könnten... Boah, 28 Dings, ey. Leckerli. Könnten ihm einen Lauch geben. Fügt 3 Brandschaden hinzu. Ach, selbst. Nee, selbst ist immer schlecht. Dann machen wir das hier. Fügt allen Gegnern 92 Schaden zu. Projektil. Boah, das ist geil. Fürs Haustier. Fügt ihr einen Stachel hinzu, wenn angegriffen. Also wenn das Tier nur angegriffen wird, kriegt das. Kann man einfach hier reinmachen. Jetzt kann ich noch eins nehmen. Ich würde gerne schon das Schwert nehmen. Boah, aber der Schuh ist schon wichtig. Aber was ist schwach? Also... Boah, das Schwert ist lecker. Ich brauche das Schwert, weil es viel Schaden macht. Ich glaube, wir müssen uns langsam verabschieden von etwas. Fügt 6 Block hinzu. 3 Block. Also der Handschuh, ja, ich sag mal so, das ist jetzt nicht so geil. Wir bräuchten aber eher das hier, damit wir die Waffe benutzen können, dass wir die weghaben. Und das Schwert, also ich brauche das Schwert. Das sind... Fügt dir einen Mut hinzu. Also, wir könnten
Irgendwie muss ich doch das mitnehmen können, also... 200% Bonusschaden. Also ich brauche das Schwert, das ist geil. Ich brauch das. Block. Wir können jetzt noch was hinzufügen. Projektil ist auch ziemlich geil. Über Felsfeld überhalb. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. 4. Bronzene plus Brustplatte. Der Schuh funktioniert doch auch irgendwie anders, oder nicht? Aber jetzt haben wir halt das Schwert nicht mehr. Wir brauchen das aber. 29, warte mal. Wenn Schaden genommen wird. Okay. Einmal kann es benutzt werden. 29. Na komm, dann müssen wir leider die Sachen da lassen. Wir brauchen das. Aber wir haben halt jetzt das schöne Item weggegeben und den Knüppel, ne? Den kann man aber nur einmal benutzen. Wir haben aber mit den Haustieren machen wir genug Schaden. Und das müssen wir auch mal benutzen. Das Konsum-Item. Oder wir verkaufen das. Oder wir verkaufen das, das und das. Und das hier. Und können das hier mitnehmen. Hoffe ich. Außer können nur Leckerei mitnehmen. Also wir verkaufen hier von den Haustieren ein bisschen was. Oh, alles nicht so einfach. Wir kommen. Wir wollen ja eigentlich spielen mit den Tieren. Das heißt aber, wir haben jetzt hier die zwei Sachen weggemacht. Das jetzt tut mir, das tut echt weh. Kann man leider nicht ändern. Wenn zerstört, also einmalig benutzbar. Hier ist ein Tier. Wir können jetzt hier die Sachen verkaufen. 10 gibt das. Warte mal, kann ich das nicht verkaufen? Oh nee, ich kann das. Ne, kann ich das nicht einfach liegen lassen und fertig und gut ist? Ich will das Mana-Netzwerk-Ding nicht haben. Ich verkauf das jetzt. Und lass einfach das Item da stehen. Altes Schild. Füg 10 Block hinzu. Ach. Warte mal, was ist das? Ein Zweier. Das passt doch hier rein. Oder nicht? Achso, ich wollte doch hier das verkaufen. Aber den kann ich nicht verkaufen. Das ist halt sehr schwierig, ne? Das Ganze. Aber eine Auswahl aus dem ganzen Land. Ja, super. Aber warum kann ich das hier nicht hinmachen? 10 Block. 12 Blöcke hinzu. Heißt das, wenn ich jetzt das hier hin mache, kriege ich noch mehr Block? 8. 8. 8. Keine Ahnung, ich lasse es jetzt da. Ich hau jetzt ab hier. Ich kriege jetzt bestimmt Schaden oder so. Ne, ich habe es einfach weggegeben, das Item, oder? Oder habe ich das noch irgendwo? Ne. Cool. Ich habe das verfluchte Item einfach rausgeschmissen. Eine Kiste voller Wertsachen. Lass uns ein neues Haustier holen. Fügt Eingängern 3 Brand hinzu. Macht 9 Schaden. Was? Weißt du, Jokainpulver. Heißt das vielleicht nicht? Ja, ne? Mit C. Fügt 7 Block hinzu. Hat 7 HP. Warte mal, ist das ein Supporter für meine Haustiere? Also den brauche ich doch, oder? Verschätzt ein Energie.
Poco. Er macht... Aber wir brauchen den, ne? Aber was hat er im Sack? Ganz coole Sachen. Was hat er hier? Ach so. Wenn ich hier Rechtsklick mache, dann drehe ich die Tiere. Heilt 7 HP. Ich gehe jetzt davon aus, dass er mich heilt oder alle heilt. Deswegen nehme ich den jetzt trotzdem mal mit. Auch wenn der mit Block besser ist, weil er mir auch mehr Energie gibt. Weil Energie ist alles, Heal ist halt nichts. Ding ist, wenn der stirbt, ist halt auch kacke. Deswegen probieren wir das mal. Ist jetzt so ein Probierrun, weißt du? Ich weiß auch nicht alles, vielleicht wisst ihr ein paar Tipps. Ein unbekanntes Ereignis. Was ist hier? Ach, wir können jetzt würfeln. Halt 8 HP. Was haben wir hier? Erzeugt einen Segen. Wir kommen später nochmal zurück, glaube ich. Können aber Honigdachs. Wir gehen hier hin. Grüne Schnecke und so. Das heißt, was macht der? Die Schnecke heilt sich. Wir müssen auf jeden Fall den Zauberer töten. Mit unserer neuen Waffe. Boah, der ballert. Das ballert. Heilt 7 HP. Er heilt nur mich. Also ist das ein Supporter für mich. Ah. Jeder Zug heilt 7 HP. Achso, der heilt noch nicht HP. Erst beim Zug. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Hat er jetzt ihn geheilt oder nicht? Jeder Zug. Jetzt ist die Frage, vor oder dahinter? Den Zauberer müssen wir jetzt unbedingt töten. Also nur er kriegt Block. Das ist natürlich Shit, was ich hier mache. Achso. Zauberer tot. Der ist jetzt der Nächste. Der hat eh Regeneration. Und Projektil. Die Frage ist, kann ich das abschießen oder muss ich das verkaufen? Jetzt gucken wir mal. Okay, ein Projektil kann ich nicht benutzen. Schade. Also heißt es, ich muss das verkaufen und mir noch was Neues holen. Ein Schleim... Ach, jetzt check ich das. Er erzeugt einen neuen Gegner in dem angrenzenden Feld. Dann packe ich den mal hier hin. Ich will mal gucken, ob der heilt. Also... Ach nee, den kann ich nicht angreifen. Ich brauche hier einen. Er kann nur einmal im Kampf benutzt werden. Tut mir leid, so. Können jetzt angreifen, krieg aber 2 Schaden dazu, weil ich will das nicht. Ich will es nicht. Ich nehm 9 Schaden. Ich kann nichts annehmen. 9. Oha, den haben wir weggebolzt. So, der... Irgendwie finde ich das krass. Also wir müssen mehr mit den Tieren spielen. Also... Dafür ist ja auch Pochette bekannt, mit Tieren zu spielen. Also, ne? Das heißt, das hier und das hier kann ich ja eigentlich verkaufen. Dann hätte ich auch viel mehr Platz für Tiere und so, weißt du? 29. Wir müssen leider einen Zug beenden.
könnte noch mehr Block hinzufügen. Achso, er fügt sich nur selbst das hinzu. Und er heilt sich nur selbst. Und ist einfach nur so ein Blocktier. Das sieht schon süß aus, ne? Also, ich sag mal so, er ist nur ein Tank. Also würde ich den opfern irgendwann mal. So gut wie es halt geht. Na, warte mal. Wir müssen ja angreifen. Also das heißt, wir kriegen ihn ja nicht tot. Wir können nur einmal benutzen. Wir haben jetzt ein Problem, Leute. Wir können nicht angreifen, ohne dass ein Tier stirbt. Da fügt der Block hinzu, oder? Item benutzen. Ja, wir müssen angreifen, also auch wenn er stirbt. Ist halt jetzt scheiße, ne? Wir schicken ihn vor. Wir wissen, was passiert. Das ist halt kacke jetzt, ne? 3. 3 Schaden. Wir haben einen richtigen Bockmist gebaut, ja, Freunde. Wir haben richtig Scheiße gebaut. 13. Ja, dann ist das Tier weg. Ja. Also ich dachte, das ist nützlicher. Ich dachte, er heilt wenigstens die... Und so, weißt du, irgendwie. Aber er macht's halt einfach nicht. Und 6 Schaden riskiere ich jetzt nicht. Ey, das wird immer höher. Was machen wir jetzt? Boah, gerade kratzen. Kratzen, 1 Energie. Wir müssen uns jetzt durchkratzen, sag ich jetzt mal, ne? Wir haben keine andere Möglichkeit. Außer kratzen jetzt. Weil wir können unser Schwert nicht benutzen. Ich habe halt nicht gelesen, ne? Jetzt können wir es wieder benutzen. Und wir können noch einmal kratzen. Ist natürlich scheiße gelaufen, würde ich sagen. Hier, das Item wird immer wieder kommen. Ist mir aber jetzt auch egal. Fügt 5 Block für Pochette hinzu. Wir können auch den hier da stehen lassen und auf den scheißen und lieber das mitnehmen, dass unser Fluch weggeht. Haustier halt 5 HP. Warte. Muss gespielt werden auf Haustier. Warte mal. Aber warum hat er das so einen hässlichen Beutel? Achso. Können es auch so machen. Er hat 14. Okay, er muss geheilt werden. Auf jeden Fall. Füg 3 Block hinzu. Eigentlich ist das Schwachsinn. Er braucht ja gar keinen Block eigentlich. Und der hier? Können wir einfach hier reinpacken zu ihm. Beutel schließen. Beutel öffnen. So, was macht das? Fügt allen Gegnern 4 Gift hinzu. Erhält 2 Block. Ist auch Schwachsinn, weil... Ja, wir brauchen keinen Block. Ne? Ach doch, wir greifen ja an. Stimmt, wir greifen ja an. Ist ja doof. Okay, dann... Mein Fehler. Machen wir das eins raus. Beutel schließen. Und packen wir das da rein. Ach, hier ist die fette Karotte. Die packen wir hier hin. Egal, wie wir die setzen. Nur der Pochette. Aber es ist ein Haustier-Item, oder? Also manchmal verstehe ich nicht, warum das nicht angezeigt wird so richtig. Okay, dann packen wir das hier rein.
Ein Apfel. Ein Konsum-Item. Jeder Kampf, das Haustier oben wird beschworen. 9 Schaden. Die Bombe. Komm, wir müssen das wegmachen, damit wir unseren hier Dings heilen können. Das ist halt Schwachsinn. Das können wir jetzt auch nicht benutzen, brauchen. Vielleicht haben wir den ja trotzdem noch, oder? Ne, ist weg. Kann man nicht jetzt zurückgehen? Okay, er ist jetzt für immer weg. Unser Haustier ist weg, egal. 24, wir haben einen Fluch. So, wir haben eine Kiste. Wir können die nicht öffnen. Ein unbekanntes Ereignis. Gehen wir mal hin. Ein Tropfen rot. Ein Tropfen grün. Hol dir einen Trank, verliere 5 HP. Nein, danke. Kein Platz. Dann gehen wir jetzt zum... Hier zum Dings hier. Kämpfen jetzt gegen die Salamander-Freunde hier. So. Ach, wir ziehen das direkt drauf. Dann geht das. Wird mit diesen Typen verwendet Fluch. Aber wie benutze ich das? Die kleine Lampe. Ach, ich muss das dabei haben. Okay. Alles klar, dann klatschen wir jetzt den erstmal weg. So. Der greift an. 2 Brand. Wir kriegen zwar Schaden, ist aber egal, weil wir gewinnen auf deiner Seite ein Energie. Ach, den kann ich ausspielen, damit die beiden immer angreifen können. Und ich musste einfach nur blocken. Die ganze Zeit nur blocken. Ja, also den auszuspielen ist dumm. Das bringt halt nichts. Wie viel Schaden habe ich gerade gemacht? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ja gut, jetzt verstehe ich auch langsam das Prinzip der Tiere. Da packen wir noch ein Ding hin. Machen wir hier die 2. Items erhalten. Komm, jetzt machen wir das hier hin. Erlöst. Kann man den wegschmeißen, glaube ich, oder? 5 maximale HP. Das brauchen wir. Komm, mach mal. Wenn der Haustier beschworen wird, fügt ihr einen Eile hinzu. Ja. Muss gespielt werden auf Haustier. Haustier heilt 10 HP. Hier haben unsere Rose wieder. Wir nehmen die Rose auf jeden Fall wieder mit, weil... Ja, die war ganz cool eigentlich. Die vermisse ich schon. Dieses Item erhält einen Schaden, bis es verwendet wird. Fürs Haustier. Wir müssen das mitnehmen, die Bananen. Die brauchen wir. Aber es gibt Konsum-Items für die Tiere. Das ist cool. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ja gut, dann können wir zum Händler gehen und vielleicht was kaufen oder so. Einen Schlüssel hat er nicht, leider. Fügt er einen Ding hinzu? Nee. Bild deine Dinger neu. Leider bringt uns das nichts. Ersetzt durch eine ätherische Klinge. Vielleicht können wir hier irgendwas verkaufen. Vielleicht verkaufe ich... Das Item verkaufe ich jetzt. Weil das brauchen wir ja nicht mehr. Ist ja Quatsch. So, dann können wir das hier hinpacken.
Ich nehme ein Dreierfeld ein. Achso. Dann kann ich das ja so machen. Dann ich hier noch mehr Platz. Fügt 8 Blöcke hinzu. Nee, gut. Schau mal, nee, da ist eine Kiste gewesen. Hier auch. Ein unbekanntes Ereignis. Was ist da jetzt? Also hier war der Typ. Dann lass uns jetzt mal würfeln. Ja, wir müssen es ja akzeptieren, ne? Ein Projektil. Können wir direkt verkaufen. Beim Händler. Achso, ich muss ihn erstmal anklicken und dann kann ich es verkaufen, oder? Achso, er kauft nicht noch mehr. Schade. Dann gehen wir zum nächsten Ereignis. Nee, das war ja das mit dem Verlieren. Nee. Gehen wir hier weiter. Ein nächster. Machen wir nächsten Kampf erstmal. So. Ziehen wir es mal hier hin. Heilen wir das Tier. Das ist gut. Projektil. Giftiges Kunai. Ah. Okay, ist schon gut, dass ich es mitgenommen habe. Wir könnten jetzt den Zauberer einfach eine Schelle geben. Dann, ja, der heilt jetzt eh alle neun. Er heilt alle neun. Nicht so schlimm, weil dann können wir den einfach wegklatschen. Den noch mehr Brandschaden. Zug beenden. Das Item ist auch irgendwie voll doof, weil das benutze ich halt nicht, ne? Wir haben 15 Block haben wir immer. Wir brauchen aber mehr Block. Und den können wir jetzt auch mal wegschallern. Wir können Cherry noch rausholen. Packen wir hier hin. Dann können wir mehr angreifen. Verbündeten Stacheln hinzu. Mach mal so. Und dann so. Normal hat der eine Energie, oder? Eins und eins. Ja genau, dann haben wir zwei, zwei. Cool, dann können wir einfach den hier wegmachen. Den machen wir so weg. Den machen wir auch so weg. Ich habe was im Auge, so. Kann jeden Zug einmal benutzt werden, verursacht 3 Schaden. Damit können wir Gold sammeln, das ist cool. Fügt dir Glück hinzu. Angrenzende Waffen erhalten 1 Schaden. Machen wir das. 30. Schon mal besser. Können noch mehr Leben hier machen. 70. Halt 8 HP. Ne, das brauchen wir auch. Nimm ein Item. Nimm mir Glück. Dann können wir eigentlich das benutzen, um immer ein bisschen hier Gold zu farmen, ne? Speichern. So. Hier gibt es etwas zu sagen. Wir können jetzt zur Schmiede. Wir haben jetzt genug Gold. Regeneration zum Ringen zufügen. Ach, wir können nur eine Sache auswählen, oder? Beim Schmied, ne? War 3 Schaden an eine Waffe. 2 Block zu einem Schild. Boah, Block ist schon besser. Ja, Regeneration ist auch nicht schlecht. Komm, mach mal. Regeneration für den Ring. Haben wir jetzt den richtigen erwischt? Ach ne, wir können noch was machen. Wir können das so oft machen, wie wir wollen. Ach so. Dann machen wir nochmal Regeneration oder Schaden oder Block. Komm, wir machen nochmal Regeneration. Ach ne,
Okay, ich kann jeden Ring nur einmal machen. Also habe ich 3 Regenerationen. Ich kriege 12 Block. 1, 1, 1. Die Waffe muss ich hier hinpacken, dann kriegt die ja diesen Bonus. Ach, warte mal, ich kann das doch hier drehen. Ich kann das hier machen. Dann packe ich das hier hin. Ah ne, warte, ich wollte das Item hier wechseln. In dieser Spalte. Okay, das heißt, wir können das so machen. Eventuell. Genau. Achso, er schwebt. Achso, das Item schwebt immer. Ja, dann machen wir es so. Und dann können wir es ja so lassen. Ich helfe. Okay, wir haben alles Gold verbraten, was wir haben. Wir können Gold sammeln immer jetzt. Jetzt gehen wir mal hier hin. Was ist das? Halt 5 HP. Das ist cool. Gefällt mir. Jetzt ist er erwacht. Eine Schmiede. Ach, er kommt jetzt näher. Das ist auch neu. Wir speichern. Wir gehen jetzt... Wollen wir den Seher klatschen oder nicht? Komm. Komm, wir klatschen den Seher. Das ist jetzt der Seher, glaube ich, der Boss, der uns am Anfang gesehen hat, glaube ich, ne? Wir können Cherry rausholen. Den packen wir hier hin. Dann können wir direkt schon mal... Auch... Warte, wir können das so machen. So. Halt 8 HP. Ne, wir müssen den Zug beenden. Kratzen können wir auch nicht. 2. Ein Fluch. Ein Fluch. Ne, ne. Ah, okay. Das ist ein Benutzer-Item. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Dann mache ich das so. Wie mache ich das noch? Ach so, den anderen haben wir gar nicht. Wir haben nur 3. Der ist noch gar nicht draußen. Den sollte ich auch mal rausholen, ne? Der macht 6 Schaden. 12. Ja, komm, wir können ihn rausholen. Er kann auch einmal. Also 6. 9. Was sagt 9 Schaden? Und wir können einmal benutzt werden. Verursacht 10 Schaden. Halt 8 HP. Komm, wir benutzen das. Wir heilen uns mal. Alles klar. Wir könnten jetzt das benutzen. Und dann kriegen wir einfach 2 Gold. Das ist cool. Aber wir kriegen jetzt einen Fluch, ne? Das ist scheiße, ne? Erzeugt Matroschkas in angrenzenden Feldern. Leeren angrennen. Oh, das ist schon fies. Fügt allen. Er zückt für allen einen Schaden zu. Boah, die ist auch fies, ne? Boah, die Axt, ey, ne? Okay, ja, ja. Das haben wir schon gelesen. Die Matroschka, die ist sehr ekelig, würde ich sagen. Mag ich nicht. Angrenzende Waffen erhalten 1. Können auch so machen. Nee, klappt nicht. Umkehr-Amulett.
Wähle Gefahr in dieser Zeile. Füg einen Block hinzu. Wähle das Feld unterhalb. Aber wir könnten noch einfach so machen. 4 Block. Macht das automatisch, glaube ich, oder? Den müsste ich hochbringen und die kann ich dann runter machen, damit ich den hier runterbringe. Wo die Matroschka, ne? Ich will die nicht mit reinnehmen. Erschafft einen Trank in dieser Reihe. Einmal Viererfeld ist das, ne? Komm, wir machen das rein. Ah ne, wir brauchen noch den hier. Ah ne, der fliegt auch nach oben. Angrenzende Felder erhalten einen Schaden. Aber wenn ich das jetzt hier mache. 30. Auch nur 30. Okay, dann können wir den weglassen. Und können jetzt nochmal vielleicht zum Schmied gehen. Und nichts mehr machen. So, ich würde gerne jetzt mein Item sortieren, also meine Sachen. Zwar würde ich das hier rausnehmen, das rausnehmen, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Und jetzt würde ich gerne das auch rausnehmen. S-Block unterhalb. 3 Block. Das heißt, angrenzende Waffen. Zwölf Block. Und wenn ich das so mache. Wenn ich das jetzt so mache. Hallo, ich will das so machen. So und so. Ah. Also gibt das nicht mehr Block hinzu, wie ich jetzt gedacht habe. Dann machen wir es wieder so. Dann machen wir das so. Den Stein packen wir wieder hier hin. Wir packen. Oha, wir können es rausziehen, dann kriegen wir wieder mehr Leben, oder? Ist das ein Trick? Das müssen wir öfters mal ausprobieren. Das ist ein Trick, oder? So Stachel. Für das angrenzende Feld. Für jede Gefahr in dieser Zeile. Ach ne, das muss ja hoch und dann so. Also dieses Item checke ich ja nicht. Umkehr-Amulett. Also, wie funktioniert das? Also, ganz ehrlich, ich weiß es halt nicht. Das ist derzeit einen verfluchten Gegenstand. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Oh, mir tut alles weh. Tolle Runde. Viel wird geschnitten und so. Ich denke mal, wir machen dann nächstes Mal weiter, wo wir hier aufgehört haben. Bis dann und ciao.